Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Hier ist wieder Scully Let's Play. Nein, Spaß Leute. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed. Tut mir leid, dass ich in letzter Zeit so wenig aufgenommen habe. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, aus schulischen Gründen. Wir schreiben viele Klausuren in letzter Zeit und da geht das leider nicht so gut. Tut mir leid. Mama, was ist los bei dir? No. Schwester! Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Ja, da haben wir so eine kleine Nebenquest. Und zwar die Federn, die wir sammeln, können wir in diese Truhe ablegen. Aber wir haben halt noch keine. Oder? Nee, ich glaub nicht. Nö. Gut. Wir müssen zu dem Ausrufezeichen. Deswegen laufen wir da jetzt hin. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit nicht so viel aufgenommen habe. Ist alles meine Schuld. Euch trifft keinerlei Schuld. Ihr seid alle super. Ich liebe euch. Und yeah. Ja. Ich bin froh, dass ich immer mehr Abonnenten dazu bekomme. Falls euch meine Videos gefallen, zeigt es euren Eltern, euren Müttern, euren Vätern, euren Brüdern. Ui, falsche Richtung. Ja, das freut mich natürlich. Ui. Ich habe mir mal überlegt, dass ich vielleicht mit einem Gamepad spiele, weil ich mir sagen lassen habe, das war kein richtig deutscher Satz, dass das wohl besser wäre, dass man da einfacher spielen könnte. Und das werden wir im nächsten Part herausfinden, weil ich habe ja noch ein Gamepad rumliegen. Wobei es kein richtiges Gamepad ist, es ist mehr oder weniger ein herkömmlicher PS3-Controller, den ich via Installation... Oh Gott, was sind das denn für hässliche Texturen, das habt ihr gerade nicht gesehen. Mit meinem PC verbunden habe. Der Part wird nur 15 Minuten dauern, weil ich heute noch auf Geschäftstermin bin. Deswegen 15 Minuten Part muss reichen. Für die, die mehr gucken wollen, guckt euch einfach das Video zweimal an. Das ist auch nicht schlimm. Es tut keinem weh. Die Kamerasteuerung ist komisch. Texturen sind verschoben. Warum ist meine Kamera so weit rechts? Und der Ezio so weit links. Das ist irgendwie komisch. Gut, wir müssen dahin. Oh, hier können wir den Falken kack machen. Und irgendwas klauen. Absetzen. Danke. So. Gucken wir doch mal, was hier drin ist. Geld regiert die Welt. Was ich auch gut finde, ist, dass es hier nicht so wie in Zelda. Ich weiß nicht, ob einer von euch das kennt. So Ocarina of Time oder so. Wenn ihr Looks Like Link guckt, dann kriegt ihr das bestimmt auch teilweise mit. Ah, dass man keinen Geldbeutel hat, wo man jetzt zum Beispiel nur 100 Rubinen oder so reinhauen kann. Oh, das wollte ich nicht. Sondern einfach einen, der unendlich voll werden kann. Also 9.999 oder so. Aber so viel Geld braucht man gar nicht. Hui, Platsch. Wie ihr schon bemerkt habt, hat der Part diesmal nicht so angefangen. Aber ich versuche, dass der nächste Part so anfängt. Weil das schon ganz cool ist. So. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist. Und wir Assassinen. Nee, er ist Ausländer. Ich möchte helfen. Nein, natürlich habe ich nichts gegen Ausländer. Dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden. Obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Ich hatte das. Möglicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht. Also werden wir dort zuschlagen. Okay, alter Mann, dann machen wir das. Und auf einmal ist es Nacht und die standen da, bis es dunkel wird. So läuft das in Assassin's Creed. Folge Mario. It's me, Mario. Spring aber nicht auf meinen Kopf rum, ja. Sonst gibt's Ärger.
Ah, so. Nun gut, Ezio. Hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lass uns. Womit sollen wir wohl das Tor öffnen? Ich weiß es nicht. Da. Messer werfen. Oh, shit. Wie kann ich denn nochmal jemanden anvisieren? So. Stirb. Mit F war das, genau. So. Ja, mach doch, schieß doch, schieß doch, schieß doch, mach doch. Pff, was eine Nase, ey. Nein, da wollte ich gar nicht dran. Ja, mach doch, so. Super. Zack. So, ich habe noch ein Wurfmesser. Das ist natürlich nicht so gut. Dann gucken wir mal, manchmal haben die auch Wurfmesser dabei. Das ist eigentlich ganz praktisch. Mario, alles klar? Gut. Dann ist hier die Tür offen, dann könnt ihr auch reinkommen. Los! Echt? Wo? Ah! Da seid ihr! Ich hätte euch ja nie gefunden. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt? Okay. Das weiß keiner. Aber irgendwas macht ihn nervös. Wie sonst soll man die Patrouille... ihn erklären. Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Stattdessen sind wir seine Kindermädchen. Und warum? Bam! Ich hab nicht gesehen, dass da noch mehr standen. Bam, 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 bam. Bam. Come on, mis amigas. Va bene. Sia! Was ist da los? So, dann kommt mal mit. Dann klatsche ich die hier auch gerade noch weg. Ach komm, das hast du doch nicht gesehen, oder? Guck, sag ich doch. Das bezweifle ich. Und du stirbst jetzt auch. Los. Oh. Fotze. So, weiter geht's. Oh, was ist denn da los? Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm. Okay. Bam, bam, bam. Tod. Komm, wir machen es mal mit dem hier. Das nimmt sich da nämlich auch cool aus. Bam. Bam. Wow, das hat wehgetan. Komm her, los. Na los, na los, na los. Feiner Wauzi. Ah, Neffe, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Knack. Wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Zu, bam, bam. Wow, das hat wehgetan. Das hat bestimmt wehgetan. So, dann gehen wir mal und ignorieren diese Truhe hier gekonnt, weil wir sie uns bestimmt noch irgendwann anders holen. Ich weiß es. Dam, dam, dam. Ich muss auf die Zeit achten. Wir haben noch Zeit. Noch 3 Minuten. Das reicht noch, um Vieri aufzusuchen und abzuhauen. Dann mache ich einen Cut. Dieser Part wird wahrscheinlich... Autsch.
kein Tamp mehr besitzen. Aus dem einfachen Grund, dass ich keine Zeit habe. Wie gesagt, ich habe später noch einen Termin. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, da noch eins anzufertigen. Natürlich dauert es nicht lange, aber keine Lust und Zeit. Ich mache dann irgendwann anders eins. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario, er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir... Wer ist das denn? Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Scheiß Templer, ey. Hurensöhne. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Wieso? Ich hab doch ein Date mit dir, du heißer Bengel. Oh, was eine Axt der hat, ey. Wo ist er denn? Was ist denn mein Target? Da oben. Ich hab's hier sehen. So, man könnte den jetzt, wenn man noch Wurfmesser hätte, nicht so wie ich, könnte man den jetzt mit Wurfmessern töten. Da bist du ja. Komm, mach mal. Bam, bam, stirb. Oh, mach nochmal. Bam, friss. Okay. Bosse bzw. Generäle kann man leider nicht so leicht töten. Da muss man halt ganz oft kontern oder halt ein bisschen parieren und bam, irgendwann halt warten, bis die weniger Leben haben. Man sieht ja, durch jeden Konter verliert er ein bisschen mehr Leben. Also durch jeden zweiten, glaube ich. Oder ja, wenn er dann noch drei Balken hat, kann man ihn leicht finishen. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Fotzenknecht. Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Da hat er recht. Inumina ex pace. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat. Oder so. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Genau in time. So. Das Schwert hätte ich gerne. Komm schon. Nein. Codex-Seite erhalten. Ui, oh Gott, alles verbiegt sich. Oh Gott, die Erinnerung kehrt zurück. Ich bin Hulk. Ah, nein. Ah, war doch nicht so schlimm. Hui, Papa, guck mal, ich kann rennen. Hui, Papa, guck mal. Ich bin ein Assassine. Assassine, Assassine. Wir schlitzen und beißen und kacken andere Leute an. Nicht. Gut. Dann würde ich sagen, das war's, Freunde. Wir sehen uns dann im nächsten... Ja, ist doch schön. Im nächsten Part. 15 Minuten müssten es ungefähr sein. Ja, wenn ihr wollt, mache ich nächstes Mal ein bisschen mehr. Wir sehen uns dann... da. Bis dahin und ja, tschö, ne, ja, haut mal rein und immer schön Kommentare schreiben, Kinder.